Also, was haben wir gemacht? Wir haben eine neue Zeile oben eingezogen. Ansonsten ist alles genauso wie bei der Kostenvergleichsrechnung. Wahrnehmen. Sehen Sie das? Ja? Die oberste erste Zeile ist neu. Diese Zeile heißt Erlöse oder Umsätze. Sie dürfen beide Begriffe verwenden. Die Betriebswirtschaftslehre ist hier wieder mal nicht sauber, begrifflich nicht sauber. Eigentlich müsste diese erste Zeile begrifflich ganz sauber Leistung heißen. Und eigentlich müsste es unterm Strich auch nicht Gewinn heißen, sondern Betriebsergebnis. Das Ding müsste heißen Betriebsergebnis Vergleichsrechnung. Wir arbeiten aber hier in der ersten Zeile mit dem Begriff Erlös oder auch Umsatz. Ich habe, soweit ich mich erinnere, noch nie eine Aufgabe gesehen, wo dort wirklich Leistung stand. Aber auch das wäre richtig. Das wäre am richtigsten. Also seien Sie darauf eingestellt in der Prüfung, dass dort steht Umsätze oder Erlöse. Diese Begriffe sind Synonyme. Was ist das? Preis mal Menge. Der bestimmte Verkaufspreis mal der Menge an Stücken, die zu diesem Preis verkauft werden. Preis mal Menge. So. Das ist Ihre neue erste Zeile. Das ist der wesentliche Unterschied. Dadurch ändert sich der Rechenalgorithmus. Alles, was jetzt darunter steht, ab Zeile 2, hat ein Minus. Während es bei der Kostenvergleichsrechnung ein Plus hatte. Sehen Sie das? Bei der Kostenvergleichsrechnung haben wir die Kosten aufaddiert. Wir haben gesagt, welche Summe an Kosten ist größer, welche Summe an Kosten ist kleiner. Hier ziehen wir ab jetzt alles vom Umsatz-Erlös ab. Wir kommen zu einer Zahl, die wir nicht nennen Summe, sondern wie heißt das Vieh? Ja, aber mathematisch. Wenn wir etwas aufaddieren, heißt das Ergebnis Summe. Wenn wir von einer Zahl etwas abziehen, heißt das Ding am Schluss Differenz. Das heißt, unten ist eine Differenz, während bei der Kostenvergleichsrechnung das Ding eine Summe ist. Sehen Sie das? Wahrnehmen der wesentlichen Kernelemente. Lernen hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Und wenn Sie die wesentlichen Dinge wahrgenommen haben, und mit Worten beschrieben haben, können Sie die Dinge abrufen. Also, wenn Sie das für sich, Sie brauchen das nicht laut zu sprechen, aber subvokalisieren, also im Geist mitsprechen, das nennt man subvokalisieren, im Geist mitsprechen, dann erfassen Sie die wesentlichen Elemente. Unten bei der Gewinnvergleichsrechnung steht also eine Differenz, bei der Kostenvergleichsrechnung steht eine Summe. Bei der Gewinnvergleichsrechnung ist die größere Zahl die bessere. Der größere Gewinn, Schrägstrich Betriebsergebnis, das größere Betriebsergebnis. Bei der Kostenvergleichsrechnung ist die kleinere Zahl, nämlich die Spalte mit den geringeren Gesamtkosten. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Also nicht viel Unterschied. Wer Kostenvergleichsrechnung kann, kann auch Gewinnvergleichsrechnung. Immer unterstellt, dass er die vier Grundrechenarten kann. Das setze ich ja hier brutal voraus. Da bin ich ein Schwein drin. Ich setze alle vier Grundrechenarten setze ich hier voraus. Aber wenn man die kann, dann kann man von der Kostenvergleichsrechnung zur Gewinnvergleichsrechnung kommen. Sie sehen, wir verknüpfen. Wir haben ein Element uns klar gemacht und jetzt schauen wir auf die Unterschiede. Das geht viel leichter, als etwas neu zu lernen. Wir schauen nur, wo sind die Unterschiede. Das heißt, wer Kostenvergleichsrechnung kann und die Unterschiede weiß und sie liegen in dem Wechsel von Plus auf Minus und im Wechsel von Summe auf Differenz, das sind die wesentlichen Elemente, der kann auch die Gewinnvergleichsrechnung. Sehen Sie, wie einfach das ist? Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link.
unter diesem Video.